Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Ja, und was soll ich sagen? Schon wieder fehlt leider eine Folge in der Aufnahme. Ach, die Yucca ist wieder da. Sind die Bäume auch wieder alle da? Nee. Schade, die Bäume hat das nicht gespeichert. Ich habe diesmal zum Glück gespeichert. Leider fehlt wieder eine Aufnahme. Es liegt tatsächlich nach längerer Recherche, inzwischen ist es 8 Uhr morgens. Ich habe um 2 Uhr irgendwann angefangen und habe genau 2 Folgen bisher aufgenommen. Es ist ein Traum. Ich lasse mich aber nicht mehr ärgern, was soll's. Ich habe wieder die ganze Audioverkabelung umgesteckt, denn es hat sich herausgestellt, Audio war neu verkabelt, aber hat alles nicht so richtig funktioniert, weil er da noch ein bisschen Probleme bei der USB-Soundkarte vom Mischpult hatte. Ich gehe jetzt nicht in technische Details, ist auch egal. Jedenfalls hat er dann einfach nach der ersten Aufnahme immer direkt die Soundkarte als belegt markiert und hat dann nichts mehr abgespielt. Und Dextery hat eine Datei angelegt, das habe ich sogar noch verfolgt. Der hat eine Datei angelegt, wenn man angefangen hat aufzunehmen. Hab ich extra offen gehabt oben, den Explorer, damit ich gucken kann. Aha, der legt eine Datei an. Aber als ich die Aufnahme dann beendet habe, 20 Minuten später, wir haben nur gefressen in der letzten Aufnahme, nur gefressen und ein bisschen was gebaut. Ich zeig das gleich. Sobald ich die Aufnahme beendet habe, ist dann quasi die Datei plötzlich verschwunden, die Aufnahmedatei. Ich hoffe nur, das passiert jetzt nicht auch wieder. Ja, wenn man die Technik umstellt, never touch a running system, aber natürlich, um sich weiterzuentwickeln, um sich ein bisschen zu verbessern, zumindest von der Seite her, muss man manchmal natürlich auch ein bisschen was anfassen hier. Und damit meine ich nicht sich selbst. Wird es schon dunkel? Scheiße. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal ein Bett zu bauen. So, ich guck mal ganz kurz, wie sind meine Vitalkörperfunktionen? Essen könnten wir ein bisschen, weil wir jetzt die eine Folge, letzte Folge wäre eigentlich eine halbe Stunde lang gewesen, habe ich eine halbe Stunde aufgenommen und im Grunde genommen haben wir nur gefressen. Hier ist ein zweites Lagerfeuer erschienen inzwischen, da liegen die Essensreste noch, so ein bisschen und ich zeige das mal ganz kurz hier im Dunkeln, wir haben hier ein paar Wände hingesetzt, ich glaube es waren nur die Wände, ne? Ich glaube die Dinger hatten wir schon die Folge davor, hier auf jeden Fall noch ein paar Wände hin und es raschelt hier immer, wenn wir hier lang gehen, das ist ganz toll. Daran merkt man, wenn später die Ureinwohner kommen und wir hören es rascheln, dann ist das unsere Warnung sozusagen. Da wissen wir gleich Bescheid. Und da wir diese Folge eigentlich noch nichts gemacht haben in der Richtung, letzte Folge ja nichts gegessen haben, da die ja ausgefallen ist, wir haben nur noch 3 und brauchen 5. Das ist echt schäbig. So, ich glaube, dann machen wir mal Folgendes. Wir hackeln uns mal hier mal die restlichen Palmen ab. Eigentlich wollte ich in dieser Folge losziehen und uns Steine suchen, aber ich glaube, das fällt dann wohl oder übel leider erstmal flach. Das tut mir sehr leid und es tut mir auch, wie gesagt, es tut mir sehr leid für die verlorenen Folgen. 2 Stück sind schon verloren und es kotet mich mehr an als dich, das kannst du glauben. Das kannst du wirklich, also da kannst du aber einen drauf lassen. Und auch, dass ich jetzt alles wieder zurückverkabeln musste, ist ein bisschen ärgerlich. Naja, ich werde irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, wenn ich nicht so viel aufnehmen will, ich will ja zu viel aufnehmen, es kommen ja zu viele lustige Sachen raus und Escape ist im Stream, ich probiere so viele Sachen im Stream aus, wo ich mir denke, boah geil, das musst du unbedingt let's playen und das ist, huch, toll, wie die Stickies einfach, naja, ist auch egal, komm. Wir hauen ihn einfach trotzdem weg. Jedenfalls, und da habe ich Bock, oh, das willst du aufnehmen, das willst du aufnehmen, das willst du aufnehmen und momentan habe ich dann mehr Bock aufzunehmen. Muss ich zugeben, Live-LP wollte ich ausprobieren, aber erstmal gucke ich mal, dass die Technik hier läuft, bevor ich alles parallel mache. Gucke ich erstmal, dass die Technik wieder läuft und dann können wir das einfach so machen. Denn ich muss auch alle Tools wieder umstellen, die, wo ich ja jetzt auch die Audioausgänge dementsprechend überall umgeleitet habe. Hier eingestellt, da eingestellt. Aber das werde ich alles erstmal wieder zurückstellen und dann gucken. Ich habe mir jetzt ein paar Kabel bestellt. Sozusagen. Und dann gucke ich mal, ob ich das alles übers Mischpult vielleicht doch verkabel, aber ohne USB. Ob ich das mache. Oder ob ich mir lieber den Luxus gönne, weiterhin ein bisschen nachträglich abmischen zu können. Momentan mische ich ja immer noch hinterher. Wenn ich aufgenommen habe, mische ich hinterher immer noch wahlweise meine Moderationsspur hier. Oder wenn ich mit dem Tobi einen Starbound aufnehme, dann mische ich den auch nachträglich nochmal ab, dass beide die gleiche Lautstärke haben, dass beide sich gut anhören. Vielleicht noch einen Filter drüber, einen Kompressor oder was auch immer. Das sieht man natürlich im fertigen Video nicht. Das hört man nur. Und selbst dann weiß man es nicht, weil man es als selbstverständlich sieht, weil es einfach drin ist. So, aber man, das, was gemacht wird, das sieht man halt meistens auch eher gar nicht. So, huch. Hab auch immer Farbfilter drüber gelegt, das habe ich ein paar Mal nicht gemacht und es ist keinem aufgefallen. Es fällt nur mir auf, ich bin so ein Perfektionistenschwein. Es ist wirklich widerlich, wie ich mir selbst manchmal im Weg stehe. Manchmal kann man es, glaube ich, auch übertreiben, was Perfektionismus angeht. Und das ist eine Sache, die muss ich selber, glaube ich, auch erst lernen. Weil, wenn du dann so einen Filter drauflegst, der vielleicht ein bisschen die Farben ausbessert, das ist ganz schön, das ist, also für mich, für meinen persönlichen Anspruch finde ich das ganz gut. Es ist auch gut, wenn man Anspruch an sich selber hat, natürlich. Aber die Frage ist natürlich nur, inwiefern ist dieser Anspruch noch, naja, gerechtfertigt, hört sich doof an, aber
Ich sag mal so, wenn du plötzlich fürs Rendern, und ich sage dann bewusst Rendern, weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur einfach im Umkonvertieren, sondern es ist ja wirklich ein Renderprozess in dem Fall. Und wenn du dafür dann plötzlich 8 Stunden pro Folge brauchst, oder sagen wir mal 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, wie heftig die Filter sind oder das, was du drauflegst, oder ohne Filter brauchst du dann plötzlich nur 1 Stunde pro Folge, dann muss man sich das überlegen. Bei 10 Folgen macht das halt schon Unterschied. 10 Folgen werden 80 Stunden oder 8 Stunden. Ne? Und dann kannst du ja schon überlegen, lohnt sich das für meinen Anspruch oder nicht? Oder soll ich das so weiterhin betreiben oder nicht? Ich gehe das jetzt, also ich habe das jetzt so gemacht, ich entscheide das pro Spiel so rum. So, jedenfalls wollte ich nochmal ganz kurz sagen, ein bisschen Technik, bla bla, zu Anfang dieser Folge, weil schon wieder eine Folge fehlt, weil wir schon wieder eine Lücke in unserem anderen Erinnerungsvermögen haben. Aber gerade nach dem letzten Jahr war es ja dann auch schwierig, als wir so viele Technikprobleme hatten, war es dann ja auch schwierig. Die würde ich eigentlich gerne stehen lassen, die Palme hier. Aus Prinzip lassen wir die, glaube ich, mal stehen. Die hier sollten wir aus Prinzip auch umholzen. Die ist... Oder wächst die jetzt noch höher? Die wachsen ja immer. Wenn man die runterbricht, wachsen die ja immer. Wieso hat die eigentlich jetzt keine Kokosnüsse verloren? Verstehe ich gar nicht. Verliert die Kokosnüsse? Ja. Haben also nicht alle Kokosnüsse. Und man muss die auch nicht fällen, um Nüsse zu sammeln. Sondern es reicht ja auch, wenn man hochklettert. Haben wir ja schon... Haben wir das festgestellt? Ich hoffe, das haben wir festgestellt. Und es war nicht in der verlorenen Folge, das wäre schön. Ich habe nämlich inzwischen gar keine Übersicht mehr, wo ich was erzählt habe und wo jetzt was weggefallen ist von dem, was ich erzählt habe. Das ist echt blöd. Und wie man sieht, der kleine Baum gibt hier leider... Nein, unsere Axt ist kaputt. Die Axt ist tot, die Axt ist tot. Das Blöde ist, wenn die Axt tot ist, haben wir schon wieder einen Stein weniger. Es ist schlimm. So, eine Axt, dann nehmen wir hiervon ein so ein Ding und da, jetzt haben wir noch genau einen Stein übrig. Huch, ach, das ist der Schatten. Das ist wirklich schäbig. Das ist wirklich schäbig. Ich würde sagen, ich wünschte, ich könnte mich schämen, aber ich bin zu solchen Gefühlen gar nicht fähig. Hallo, Stick, kann ich dich bitte... Hallo, ich kann ihn gar nicht craften. Hallo? Der erkennt, dass es... Ich kann nicht craften. Das war total schlau. Okay. Die sind ja da noch... Guck mal, die sind noch zusammengefraggelt hier. Ah, jetzt geht's. Okay, Crude Eggs. Keine Ahnung, warum es gerade nicht ging. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Ja, wir müssen auf jeden Fall auf eine Steinetour. Das mache ich mal, sobald die Sonne aufgeht und wir was gegessen haben. Ich glaube, ich möchte auch gleich unbedingt... etwas Köstliches zubereiten. Ich würde sagen, heute gönnen wir uns mal ein paar Krabben. Ich weiß, es ist sehr exklusiv heute, aber egal. Wir speisen hier jeden Tag wie Könige. Krabben sind teuer im Restaurant, aber wenn man hier gestrandet ist, in unserem Tom Hanks Simulator 2015, dann kann man hier auch einfach mal leckere Speisen genießen, für die man anderswo viel Geld zahlen muss. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. So. Ich bereite hier eben das Ding zu. Ich hoffe nur, dass diese Folge auch aufgenommen wird. Ich gucke jetzt oben, also im Explorer steht, die Folge ist gerade als Datei auf Platte. Aber ich habe gelernt, es heißt nicht viel. So, jetzt nehmen wir mal 5 Stöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich würde sagen, ja, wir müssen dringend noch ein bisschen was futtern. Und das müssen wir machen, bevor wir losdüsen. Wieso kann ich eigentlich nicht... Campfire. Ich verstehe nicht, Clark Campfire. ich verstehe nicht, warum ich das nicht einfach drauf düdeln kann. Vielleicht einfach daneben. 1, 2, 3, 4. 5. Und dann Campfire. Nee, das macht er irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Wir haben jetzt. Eigentlich kann man es ja wieder auffüllen, habe ich gelesen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich 3 Campfire und ich weiß nicht genau, ob ich die wieder kaputt kriege. Ich gebe mal ganz kurz. 5 Stück soll man schaffen, aber irgendwie habe ich letzte Male nur 4 geschafft jeweils. Ich glaube, selbst 4 würden jetzt reichen. 1, 2, 3, 4. Wir haben ja eh drüben. Wir haben ja noch eine drüben liegen. Und da geht die Nacht langsam vorbei. Ich muss mich echt beeilen, weil sonst. Wo ist fast egal, ob wir jetzt nachttags oder nachts reisen. Ist eigentlich egal. 1, 2, 3, 4. So. Wo haben wir das Feuerzeug? Wumpf. Und dann halten wir einfach mal brav drüber. Ach ja, gucken wir uns dabei den Mond an und braten uns schön die Krabben knusprig. Es tut mir wirklich leid. Ich habe in der letzten Folge übrigens ganz viel gerantet darüber, wie sinnfrei es ist, dass man in der Zeit, ich habe die Zeit mal gemessen, habe ich wieder vergessen jetzt, dass man in der Zeit, wo man die Krabben röstet, wo man wirklich 4 Krabben röstet, verliert man ungefähr 2 Hunger oder so und kriegt aber dann durch die 4 Krabben 4 Hunger dazu.
und das dauert dann irgendwie trotzdem 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist das ist alles noch sehr viel zu lang. Ich glaube, nein, jetzt fängt es genau an, jetzt zu pissen. Ich hoffe, das Feuer wird davon nicht beeinflusst. Denn momentan kann ich auch das Feuer, Alter, und wie es anfängt zu pissen, ich sehe gar nichts mehr. Guck mal, der Nebel, wie der Mond da hinten verschwimmt. Ich hoffe, das Feuer wird davon nicht beeinflusst, also momentan noch nicht. Ich hoffe auch in späteren Versionen nicht. Es ist sehr laut. Ich hoffe, ich höre das Ding. Es sind so viele Geräusche auf einmal. Und wenn ich jetzt noch rede, höre ich mich ja selbst noch auf dem Kopfhörer, dann höre ich das Ding gar nicht mehr. Verdammt. Der Grund, warum ich mich selber auf den Kopfhörern höre, ist der, dass ich mich gerne als Sound abnehme, selbst abnehme, wie ich gerade spreche. Zum Beispiel, wenn ich so spreche, hört sich das auch anders an, als wenn ich so spreche. Verstehst du? Ja, da ist die erste fertig. So. Das Ding habe ich gehört. Ich weiß noch nicht, wo ich die Krabbe hingeschmissen habe. Ich hoffe, wir finden die wieder. Aber weit kann die ja nicht gekommen sein. Die ist ja tot und gekocht. Boah, Alter, wenn du jetzt mal guckst, du siehst nicht mal mehr das Wasser da hinten hinter der Palme. Das heißt, momentan haben wir so viel Nebel, dass wir jetzt eh auf der Insel gerade gefangen sind. Wir können gerade nichts machen. Die restlichen Hölzer habe ich beschlossen. Habe ich in der letzten Aufnahme, also in der letzten Folge beschlossen, die nicht rausgekommen ist. Die letzten Hölzer auf der Insel hier behalte ich für Feuer, weil das mit dem Hunger momentan noch so scheiße geregelt ist, dass wir da echt Probleme kriegen, wenn wir dann nicht genug Holz haben oder nicht genug anderen Krempel. Also da müssen wir echt gucken, wo wir bleiben. Deswegen behalte ich das erstmal alles für Feuer. Weil 5 Sticks für ein Feuer ist schon, das ist schon eine Aussage. Das ist schon relativ blöd, aber naja, was willst du machen? So, ich brate mir erstmal einen Storch. Na gut, Storch ist aus. Und ich würde sagen, danach machen wir erstmal die Steinrunde. Bevor wir jetzt was weiter bauen, wie man die Wände baut und so, habe ich eigentlich in der letzten Folge gezeigt, aber die wurde ja nicht aufgenommen. Ist das fertig? Nee, glaube ich nicht. Jedenfalls, was wollte ich sagen, wie man die Wände baut, das zeige ich dann später. Das Knistern müsste aufhören, wenn die Krabbe durch ist, weil sonst nur dieses Ding ist echt schäbig, dass da nur so ein akustischer Sound ist. Und dann so ein Ding, das ist ja auch nicht wirklich sehr realistisch. Da müsste die Krabbe sich vielleicht ändern oder keine Ahnung. Das aus der Krabbe... War das? Ist die jetzt? Ja, die ist durch. Okay, weiter geht's. Ja, naja, also wir werden 4 Stück werden wir, glaube ich, schaffen. Ich weiß nicht, ob wir 5 Stück schaffen. Und jetzt, wo es regnet, können wir eh nicht aufs Meer, weil, das habe ich, glaube ich, schon erklärt, weil wir dann nie wieder zurückfinden zu dieser Insel hier. Wir können uns, da die Navigationsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, können wir uns von dieser Insel höchstens sternförmig fortbewegen und dann gleich wieder zurück. Anders kriegen wir es hier nicht gewuppt. Oh, das ist so laut mit dem Regen jetzt. Das muss ich die ganze Zeit so halb schreien irgendwie. Ist voll doof. Jedenfalls anders kriegen wir es hier nicht gewuppt, dass wir hier irgendwie, weiß ich nicht, woanders hin können. Sonst verlieren wir die Insel, verlieren unsere Behausung, verlieren alles, was wir haben. Wir können natürlich die Inseln abklappern überall, aber wir wissen natürlich nicht, da alle Inseln gleich aussehen aus der Entfernung, wissen wir nie, wann wir richtig sind. Ich rede mal ein bisschen weniger, ich will das Ding nicht verpassen. Ich habe Angst, dass ich das überhöre. Weil gerade so viel Sound auf einmal hier spielt. Regen und Brutzeln und bla bla. Da war gerade eine Sample-Pause im Regen. Na komm schon, sei gut durch. Komm schon. Da hätte ich echt gerne GUI für. So, ich habe gerade gehört, wir haben massiv... So, die ist durch. Wir haben langsam massiv Hunger. Nur noch 2 Striche. Wie du siehst, während man die Krabben macht, juhu, der Regen ist weg. Während man die Krabben macht, kriegt man immer mehr Hunger und das ist echt noch schäbig, weil die Krabben so ewig lange dauern, dass man in der Zeit halt wirklich 2 Striche verliert, während man sich 4 Striche brät. Und das dauert halt so ewig lange, das ist einfach, das ist nicht schön. Klar kann man in der Zeit was anderes machen, aber erst wenn man 6 Steine hat und bis man die findet. Das habe ich glaube ich auch in der letzten Aufnahme gesagt, wo die Folge weg ist. Ich würde, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich erstmal Steine sammeln von anderen Inseln. Das ist das Erste, was ich machen würde, damit das Feuer länger hält und damit man sich auch gleich so ein großes Lagerfeuer machen kann mit so einem Grill drüber, weil sonst ist es echt witzlos momentan. Wir sitzen hier echt minutenlang und grillen und grillen, können nichts anderes machen, außer blöd ins Feuer schauen und warten, dass alles vorbei ist.
Das ist bei Forest wesentlich besser gemacht, dass man Sachen einfach ins Feuer legen kann. Das wäre hier eigentlich auch nicht schlecht. Oder so, dass man so einen Stock in die Krabbe sticht, wie so ein Stockbrot, dass man die dann in den Sand steckt und dann übers Feuer hält. Sowas halt. Dann bräuchst du halt einen Stick und könntest aber damit eine Krabbe cross machen, ohne dass du ein riesen Feuer brauchst. Völlig realistisch, wie man das halt macht mit Stockbrot und Konsorten. Geht ja alles. Oder Sachen eingraben, wie Folienkartoffeln unterm Feuer und sowas. Geht ja auch alles. Boah, lecker. Das ist immer lecker. Auf den anderen Inseln waren wir hier noch gar nicht bei dem Safe Game, ne? Ich komme langsam durcheinander. So, die ist fertig. Jetzt kommt die. Ich weiß aber nicht, ob wir die noch schaffen. Vor allen Dingen, naja. Es ist Hungeruhr. Ich kann jetzt leider nicht nach oben gucken, weil der die Krabbe dann natürlich in die Luft hält. Ich würde ja auch gerne so einen Weitwurf machen mit den Krabben. Das können wir auch mal probieren. Krabbenweitwurf. Das sind so Spielereien, die könnte man lustigerweise eigentlich alle einbauen. So als Spiel im Spiel. Just for fun. Je nachdem, wie weit ihr fliegt, kriegst du da irgendwas angezeigt. Wäre lustig, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. So, ich hoffe, die Krabbe wird noch fertig. Bitte, 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 wird noch fertig. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Damit es sich auch ein bisschen gelohnt hat, dass wir hier die ganze Zeit rumhängen und damit die letzte Krabbe nicht umsonst überm Grill hängt die ganze Zeit. Aber das Feuer sieht schon gefährlich aus. Bitte, 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 es wird Zeit. Komm schon. Ding. Ding, 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 ding. Komm schon. Komm schon. Na los, 5 Krabben. Komm schon, Ding. Sag Ding. Ding, ding, ding. Das Feuer ist gleich aus. Mach hin. Ding. Windings. Ding. Oh, oh. Oh, oh. Oh 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 oh. Ach komm schon. Ja, wir haben es geschafft. Boah, aber ich glaube, das war sehr, sehr knapp. Und zwar 3, 4, 5 Krabben sind möglich. 5 Krabben sind möglich und wir hauen uns gleich mal alle rein. Oh, wie so ein Apfel. Der frisst die wie ein Apfel. So. Ha. Ich glaube, andere Lagerfeuer können wir auch nur mit dem Hammer wieder erneuern. Kann das sein? Ich weiß zwar nicht, welchen Sinn das machen würde, aber ich könnte es mir vorstellen. So, es ist Mittag. Wir gehen auf Steinsuche. Ich habe ja allgemein vorgewarnt. Wie sieht's aus mit Wasser? Getränk haben wir, also wir lassen das Wasser erstmal hier. Die Wasserflasche, da haben wir ja, da hier liegt die Taschenlampe noch. Die lasse ich dann auch erstmal hier. Und das Messer nehme ich mit, das Feuerzeug schmeiße ich erstmal hier hin. Alles liegt hier im Boot, also wir sind, wenn wir das hier nicht wiederfinden, sind wir aufgeschmissen. Und ansonsten, ich kann natürlich nochmal schnell was trinken. Nein, das ist der Hammer. Eva Helde Helmer. So. Zack. Trinken. Wegwerfen. Und freuen. Ja, Getränk ist wieder aufgeladen. Hunger haben wir immer noch. Guck mal, das brennt ja immer noch. Unfassbar. So, wo düsen wir hin? Ich würde sagen, wir schleifen das Boot mal rüber zur anderen Inselseite, oder? Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich hoffe, das geht. Ohne Komplikation. So, hier einmal durch den Busch. Ich hoffe, das macht dem Floß nichts, wenn wir das hier einmal über den Sand schleifen. Ich glaube, das geht nur kaputt, wenn man das über Haie schleift oder wenn Haie generell sich gerne daran mal reiben. So, erstmal hier hin und dann erstmal da in diese Böschung. Da müssen wir nicht um das ganze Ding rumrudern, weißt du? So, komm schon, komm schon, komm schon. Hier ist auch kein Hai in der Nähe gerade, ne? Gut. Das war ein Fisch. So, rein da mit dir, du alte Sau. So, Paddel nehme ich und dann würde ich sagen, wir düsen mal da hinten rüber. Oh, da ist noch eine Kiste unten, guck mal. Da ist noch eine Kiste unten, die gucken wir uns aber später an. Wir düsen erstmal das Fiese bei den Inseln. Ist übrigens, guck mal, die rechts sieht jetzt viel näher aus, ne? Aber wenn ich jetzt die in die Mitte hole, dann sieht die linke plötzlich näher aus. Das ist so ein bisschen optische Täuschung quasi. Liegt natürlich an der Grafik-Engine. Ist gar keine optische Täuschung.
hoffe, wir kommen ja einigermaßen vorwärts. Und das Blöde ist, die Inseln sehen alle gleich aus. Wenn wir jetzt aber näher kommen, das haben wir, glaube ich, auch schon festgestellt. Ich weiß nur nicht, ob die Aufnahme nicht auch weggeschmissen war. Wenn wir näher kommen, dann poppt die Insel plötzlich auf. Das ist so ein bisschen suboptimal gemacht. Das müsste eigentlich so sein, dass die schon von weitem aus, von weitem richtig gut aussieht. Halt realistisch aussieht. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie in ein anderes Gewässer gekommen, oder? Plötzlich sah es hier anders aus. Und ich versuche möglichst geradeaus auf die Insel zuzusteuern, weil wir dann nämlich auf der Seite, scheiße, das ist ein Hai, auf der Seite, wo wir wo wir anlanden, auf der Seite müssen wir mit dem Boot dann wieder geradeaus, damit wir zu unserer Insel zurückfinden. Deswegen versuche ich möglichst gerade zu schwimmen, auch wenn links gerade ein Hai ist. Ich weiß nicht, ob man den... Nein, was? Hä? Was? Wie? Willst du mich verarschen? Hä? Ich ziehe das Boot gerade mal hinter mir her. Willst du mich verarschen? Hm? Das verschwindet einfach. Jetzt bin ich drunter. Ich hoffe, jetzt kommt kein Hai. Wenn jetzt die Musik einsetzt, sind wir am Arsch. Dann, also ganz ehrlich, dann fresse ich hier aber ein Stockbrot. Was nicht so schlimm wäre. Stockbrot ist ja lecker. Ich versuche nochmal reinzukommen. So, da ist jetzt die Insel und das da ist unsere Insel. Ist natürlich genau da ein Hai. Ich werde jetzt hier nicht mehr lang schwimmen. Das ist mir zu gefährlich. Es tut mir leid, ich wollte gerade auf die andere Insel. Es hat nicht geklappt. Unser Boot verschwindet einfach. Ich habe gelesen, ich glaube, das liegt daran, dass die Karte da eventuell zu Ende ist. Ich weiß es nicht so genau. Auch wenn man weiter gucken kann. Bitte Hai-Musik einspielen jetzt. Hai-Musik? Keine Hai-Musik? Na gut, dann keine Hai-Musik. So, jetzt guck mal. Jetzt hat es wieder geflimmert. Ich glaube, jetzt sind wir wieder in so einem anderen Kartenareal. Ich weiß nicht genau, wie das hier zusammenhängt, aber ich glaube tatsächlich, sobald wir das Kartenareal verlassen, in dem wir hier sind, verschwindet unser Boot. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich gelesen bei den Bugs, bei den bekannten Bugs, dass da dass genau sowas passieren könnte. Und natürlich ist es uns passiert, weil sonst wäre es ja nicht unser Let's Play. Also bitte. So, wir sind wieder zurück bei unserer Insel. Ich schaue mal ganz kurz. Ich weiß nicht genau, wo da hinten hinkommen. Das kann ich nicht sagen. Na, jetzt hängen wir wieder auf so einem Korallenriff. So, ich mach mal Folgendes. Ich düse jetzt mal zu unserer Insel. Jetzt weiß ich aber nicht, ob diese Insel, die ich gerade gesehen habe, ob wir die ansteuern können. Warum machen die überhaupt Inseln hin, wenn das Boot verschwindet, wenn die nicht mehr im Kartenareal liegen? Warum dann überhaupt noch Inseln hinmachen? Warum nicht einfach sagen, okay, da ist da eben keine? So, diese da. Die sieht doch relativ nah aus. Kann natürlich täuschen. Ich lasse mich überraschen. Wahrscheinlich, sobald es hier flimmert, wissen wir Bescheid. Es kann passieren, dass das Bötchen gleich verschwindet. Wenn das jetzt bei jedem Weg zur anderen Insel verschwindet, dann ist unser Spielstand scheinbar im Arsch. Auch das ist natürlich bei einer Alpha 001 möglich. Wir ärgern uns nicht, sondern... Ja, und da ist wieder die Karte gewechselt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen und ich bin gespannt, wie jetzt ein Hai in der Nähe ist. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass gleich das Boot weg ist. Oh oh. Alter, wie weit ist sie denn weg? Die kommt gar nicht näher, oder? Kommt die überhaupt näher? Nee! Und genau jetzt kommt ein Hai! Heilige Makrele, willst du mich verarschen? Und das Boot ist weg. Scheiße, was für ein Arschspiel, was für ein Arschloch-Game. Wir haben so eine tolle Hütte und dann macht der so einen Scheiß? Du Arschloch-Spiel. Leck mich, du Arschloch-Spiel. Und das Boot verschwindet immer, wenn wir näher kommen. Und der Hai umkreist uns und wir drehen uns einfach mit dem Hai und deswegen kommt er nicht an uns ran. Und das ist alles scheiße. Oh oh, oh oh. Nein! Nein, nein, nein! Oh, 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 oh. Ja, genau. Ich steche ins Meer, damit der böse Hai verschwindet. Ich kann auch das Raft gerade nicht packen.
Der umkreist uns. Wir dürfen jetzt nicht panisch werden. Der war plötzlich da. Ich weiß gar nicht, warum der nicht wirklich angreift. Ich habe keine Ahnung. Ich schwimme auch gar nicht übrigens. Ich kann gar nicht rückwärts schwimmen, wie es aussieht. Ja, hallo, willkommen beim Circle Swim Simulator 2015. Ich entferne mich langsam vom vom Boot. Der wird uns kriegen. Ne? Wir werden es auf gar keinen Fall zurückschaffen. Scheiße. Scheiße, ich hab Angst. Liebes Tagebuch, ich hab Angst. Wir werden gleich im Haimaul landen. Nein! Zwei Haie! Leck mich am Arsch! So ein Arschlochspiel! Boah, Alter, lecco mio, fetto grande, ihr Drecksäcker-Haie. Sind es drei Haie? Ich weiß es nicht. Tigerhaie, aha, das ist interessant. Hilft uns aber nicht. Alter, fuck. Dass wir noch leben, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, der hat uns mindestens ein Bein abgebissen. Hä? Haben die abgelassen? Niemals. Ich schwimme jetzt schnell. Wenn wir das überleben, ganz ehrlich, da mache ich ein Fass auf. Da mache ich ein Fass auf, wenn wir das überleben. Die Musik hat noch nicht aufgehört. Wir haben kein Boot. Wir schwimmen einhändig mit dem Paddel. Da ist er. Unfassbar. Beide Beine dran. Nein, wir haben eh keine Beine. Wir sind ja unsichtbar. Wie ist... Ach ja, ja, die, wir haben sogar noch volle Gesundheit. Die haben uns zwar angebissen, aber hey, wir haben noch volle Gesundheit. Alter, was war das denn gerade? Das mit dem Boot ist so mies. Das mit dem Boot ist so mies. Jetzt sind wir wirklich stranded deep. Also spätestens jetzt. Der Spielstand hat so gut angefangen und dann lief alles schief. Die Aufnahmen und alles. Tolle Wurst. Und auf der Insel haben wir, auf der Seite haben wir gar keine Inseln hier. Da hinten ist ein... Da schwimmt ein Hai in der Luft. Auf der Seite haben wir gar keine Inseln. Wir sind völlig abgeschnitten. Und sobald wir den Quadranten hier verlassen, scheint ja unser Schiff zu verschwinden. Da hinten wäre noch was. Okay, 8 Sticks brauchen wir, um uns ein Floß zu bauen. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Alter, dass wir noch leben, ist mir wirklich ein Rätsel. Okay, das ist jetzt eine Notsituation. Jetzt geht es hier nicht mehr um Schönheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie sieht es hungermäßig aus? Naja, können wir eigentlich nochmal gleich was essen. Der Hammer. Da ist ja der Hammer. Und dann basteln wir uns hier hinten. Hier liegen noch überall Kokosnüsse rum, die ich ja immer aufsammeln wollte. Mhm, hat ja gut geklappt. War hier hinten nicht... Jetzt wird es natürlich Nacht. Das Blöde bei der Nacht ist, man kann natürlich im Wasser auch nichts sehen. Aber solange hier keine Musik spielt, keine Melodie, ich gehe mal da vorne an. Boah, sieht trotzdem cool aus. Alter, ey, Blut und Wasser habe ich geschwitzt gerade. Ich dachte, das wär's. Ich dachte, wir sind tot. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Luschenhaie sind, aber ich möchte jetzt natürlich auch nichts beschwören. Da vorne ist wieder ein Hai. Ich gehe auf diese Seite. Der kommt bestimmt trotzdem hierher. Die wittern uns ja komisch, aber eigentlich sollten die einen ja nur wittern, wenn man blutet. So, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hammer. Foundation. Was anderes können wir nicht. Ich weiß nicht warum.
Normalerweise sollte man damit auch ein Floß bauen können, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Boah, sieht das geil aus gerade. Feier ich. Boah, Alter, das gibt's doch gar nicht. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ach, wir sind ja schon mal 30 Minuten, sehe ich gerade. So ein Glück, tschüss! Alter Finne, ey, alter Finne, was war denn das? Da verschwindet einfach unser schönes knallgelbes Gummiboot. Das verschwindet einfach, während wir da rumcruisen. Mitten im Meer verschwindet das und plötzlich spawnt aber genau neben uns ein Hai, der vorher gar nicht da war. Zumindest haben wir den nicht gesehen. Wir sind ja gerade ausgeschwommen. Von wo ist der gekommen? Der hätte ja von vorne kommen müssen oder der hat sich ganz schnell von hinten angepirscht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, Alter. Du Arschlochspiel. Voll das Arschlochspiel. So, in der nächsten Folge probieren wir uns mal irgendwie ein Floß zu bauen. Eigentlich sollte es gehen, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ich habe keine Ahnung, ist ganz merkwürdig. Und ansonsten sitzen wir auf der Insel fest und müssen eventuell nochmal neu anfangen. Ich habe keine Ahnung, weil wenn wir uns kein Floß bauen können, dann sind wir am Arsch. Sur le As. Oder keine Ahnung, wie das auf Französisch heißt. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.